Er ist 24 Jahre alt, er ist die Nummer 26 auf der Wheelchair-Tennis-Tour und somit auch eine der größten Medaillenhoffnungen bei den Paralympics, die Ende August in Tokio stattfinden. Die Rede ist von Nicolas Langmann und den darf ich jetzt recht herzlich im Krone-TV-Studio begrüßen. Servus. Servus, hallo, freut mich. Zunächst einmal danke, dass du dir in dieser intensiven Vorbereitung vor den Paralympics auch Zeit nimmst, mit uns ein bisschen zu plaudern, bevor wir auf dich, deine Vorbereitung und Ambitionen eingehen, vielleicht einmal zu den aktuellen österreichischen Erfolgen. 5 Medaillen hätte wohl niemand dem rot-weiß-roten Team zugetraut. Was hat dich am meisten überrascht? War es dann dieser Kiesenhofer-Erfolg und mit wem freust du dich vielleicht auch am meisten? Du, ja, die Spiele sind noch nicht vorbei, 5 Medaillen bis jetzt. Also ich glaube, wir haben noch ein paar, wie sagt man? Bewerbe und ein paar richtig gute Hoffnungen, die noch an den Start gehen müssen. Ich glaube, klettern und so weiter. Ich glaube, ich könnte echt noch Medaillen auf uns zukommen. 5 Medaillen sind Wahnsinn. Ich meine, wenn man sich überlegt, in Rio gerade mal eine, in London, glaube ich, haben wir gar keine gemacht. Also das ist für uns ein kleines Land wie Österreich, im Sommersport ist das ein Wahnsinn. Mhm. Und ich meine, am meisten überrascht haben uns sicher alle, glaube ich, die Radgoldene von der Anna. Das war nicht zu erwarten und einfach unglaublich. Also in der Früh, ich habe es leider nicht verfolgen können. Ich bin dann aufgewacht in der Früh, habe so gesehen, Gold für Österreich. Den Namen leider auch nicht gekannt davor. Also echt unglaublich, was für Geschichten der Sport schreiben kann. Mhm. Spielt das vielleicht auch eine Rolle, dass das rot-weiß-rote Team im Vorhinein schon so ein bisschen abgestempelt wurde als Nation, die vielleicht eine Medaille erholt? Hat man sich da leichter getan? Ich schätze fast, dass das eine einfache Situation so war, ja? Weil eben in Rio eine Bronze durch Zayac und Frank war damals sozusagen auch cool, aber von dem heraus jetzt auf die Leistung jetzt zu kommen, ist schon so, dass das unerwartet war. Und es ist sicher einfacher, wenn du drucklos an solche Spiele gehst und nicht im Vorhinein schon gesagt wird, okay, wir erwarten von unserem österreichischen Team 5 Medaillen. Und die Paralympischen Spiele, zu denen wir jetzt kommen, die werden am 24. August in Tokio gestartet und halten dann bis am 5. September an. Im Rahmen dieses Zeitraumes findet auch das Tennisturnier statt. In welcher Phase der Vorbereitung befindest du dich Anfang August? Gut, bei uns ist sozusagen tennismäßig ja die Vorbereitung jetzt nicht ein Jahr lang auf ein Event. Also es ist nicht so, dass wie in ganz vielen anderen Sportarten, dass wir diesen einen Saisonhöhepunkt haben, auf den wir uns vorbereiten. Bei mir ist es im Endeffekt von der Vorbereitung jetzt her natürlich ein sehr wichtiges Turnier, aber auch nur ein Turnier, auf das ich jetzt nicht ein halbes Jahr lang hintrainiere, ohne ein anderes Turnier zu spielen. Also ich glaube, es wäre auch dumm, aus dem Matchrhythmus draußen zu sein, bevor man zu den Olympischen Spielen fliegt oder zu den Paralympics. Also ich spiele noch 1 bis 2 Turniere davor. Ich fliege jetzt am Samstag nach Rumänien auf ein Turnier. Und je nachdem, wie das läuft, fliege ich dann vielleicht noch nach Litauen, von dort weiter, nach Vilnius. Einfach um Matchpraxis noch vor den Olympischen Spielen noch zu sammeln. Weil ja, dieses Wettkampfgefühl, das kann man halt nur im Match trainieren. Und ich will mich deswegen dort dann auch noch perfekt vorbereiten auf Tokio. Mhm. Die Matchpraxis ist das eine, die Zeitumstellung vielleicht das andere. Wenn du Lukas Weiß-Heidinger im Vorfeld der Olympischen Spiele vielleicht gehört hast, der hat gesagt, er hat gezielt das Training umgestellt, damit er quasi um 3 Uhr in der Nacht in Österreich zur selben Zeit seine Diskuswürfe übt, wie er es dann in Tokio macht. Jetzt kann man beim Tennisturnier wahrscheinlich nicht vorhersehen, ob man am Vormittag oder am Nachmittag spielt, aber gibt es da auch gewisse Adaptionen? Ja, also ich glaube, der Körper stellt sich pro Tag eine Stunde um. Das heißt, man sollte schon eine Woche davor eigentlich beginnen, auch den Schlafrhythmus anzupassen. Und da werde ich dann genauso Schlaftraining, Essen immer ein bisschen nach vorne verschieben, weil wir fliegen ja dann sozusagen in die frühere Zeit. Also das ist vor allem eben bei so etwas Wichtigem wie Tokio einfach ja, selbstverständlich, dass man da die Anpassung davor schon beginnt. Mhm. Schrauben sage ich schon. Kehren wir zurück zum Jahr 2020, kurz bevor Corona kam. Da ist ja dann auch die eigentliche Olympia-Qualifikation reingefallen. Du hast dich für sich qualifiziert und einen Tag später hat es dann geheißen, die Spiele sind gecancelt und du musstest dich jetzt neu qualifizieren. Genau, erstens einmal Gefühlslage, nachdem du es geschafft hast und dann hat es geheißen, na, das Ganze ist gecancelt und die neue Motivation aufbauend. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also wie ich mich qualifiziert habe im Jahr 2020 für die Olympischen Spiele 2020, war ja doch die Situation schon relativ brenzlig, würde ich sagen. Also es war nicht so, dass man dann frei durchgeatmet hat und gedacht hat, cool, ich bin dabei, sondern man hat ja schon damit spekuliert, dass das eventuell gar nicht stattfinden wird. Und auch wenn jetzt auch viel Kritik darüber war, dass
dass die Spiele, jetzt, oder Kritik, es war einfach sozusagen, es sind sehr ungewohnte Spiele, in dem, wie sie jetzt halt stattfinden. Aber ich bin einfach mega froh, dass sie prinzipiell stattfinden können. Also auch wenn sie uns 20 Stunden lang eingesperrt hätten im Zimmer und uns nur rausgelassen hätten fürs Match, es wäre egal, weil einfach jetzt das Olympische Spiele stattfinden, bin ich einfach mega happy. Und das war eben vor einem Jahr, wie ich mich qualifiziert hatte, überhaupt nicht abzusehen, ob diese Tokio-Spiele überhaupt stattfinden. Und 8 Jahre lang ohne Paralympics, ich habe ganz viele andere Turniere und ganz viele andere Highlights, aber das ist trotzdem einfach ein schönes Gefühl und sowas Unvergleichbares. Wenn man das allen Sommersportlern 8 Jahre lang verwehren würde, wäre es sehr bitter gewesen. Mhm. Jetzt erinnern wir uns auch noch zurück an 2016. Damals warst du, glaube ich, der jüngste österreichische Paralympics-Teilnehmer, genau, ja, der mitgefahren ist mit 19 Jahren, schätze ich mal. Ja. Wie waren die damaligen Erfahrungen? Wie nervös warst du dann auch? Wie groß war die Kulisse damals? War noch zu groß, war die, ne? Zu groß war die Kulisse. Vor allem im Behindertensport bist du halt solche großen Turniere nicht gewohnt. Du hast nicht viele Zuschauer, du hast keine große Medienpräsenz. Damals, ich meine, mittlerweile, es wird immer besser und besser. Also ich darf mich nicht beschweren. Danke übrigens, dass ich hier sein kann. aber es ist einfach trotzdem, vor allem, wenn du das ein bisschen unterschätzt, das ist was ganz was anderes. Allein bei der Eröffnungsfeier, wenn du dann mit der österreichischen Fahne da in das Maracanã-Stadion mit 90.000 Zuschauern da einmarschierst. Und dann war es bei mir auch noch so, dass ich in diesem Maracanã-Stadion habe ich dann sozusagen unter diesen 90.000 Fans auch noch meine Familie entdecken können, die mit der großen Österreich-Fahne da waren. Also das sind Familie und Freunde sind mitgeflogen. Ich hatte insgesamt gleich 12 Leute, die extra für mich nach Rio geflogen waren. Und das ist schon ein unglaublich emotionaler Moment, wo du einfach merkst, okay, jetzt hast du echt lange hart dafür gearbeitet und dann kann man das gemeinsam feiern. Es sind einfach sehr, sehr viele Emotionen damals gewesen, die dann letztendlich auch abgelenkt haben von der Tennisleistung. Mhm. Also ich glaube, jetzt bin ich durch meine Erfahrungen in Rio um einiges besser vorbereitet, wie es in Tokio sein wird. Mhm. Aber wie war trotzdem diese Erstrundenpartie, wo du dann unter Anführungsstrichen sang- und klanglos mit 6:3 und 6:0 gegangen bist? Also hat man sich da mehr auf die Kulisse konzentriert oder wie kann man sich das vorstellen? War es dann einfach zu viel? Ich glaube, ich kann dir mehr erzählen, wer wo im Publikum gesessen ist, als wie das Spiel dann im Endeffekt war. Ich weiß noch, der damalige Verteidigungsminister ist da gesessen, der ÖTV-Generalsekretär ist da gesessen und nur solche Sachen. Ich habe da wirklich sozusagen im Endeffekt war ich so in so einer Schockstarre dann am Platz, weil obwohl ein Tennismatch relativ lang dauert, kann es dann noch sehr schnell gehen. Und wenn du den ersten Satz mal gleich 6:0 verlierst, dann schaut es schlecht aus. Im zweiten noch halbwegs da fangen und 3 Games in einem Spiel, das ist jetzt auch nicht das Beste. Wie gesagt, ich habe trotzdem viel Erfahrung gesammelt, auch wenn es nicht so lange gedauert hat. Und werde das dieses Mal um einiges besser angehen. Es sind ja auch 5 Jahre jetzt vergangen. Du hast dich in der Weltrangliste gut etabliert, unter den Top 30 als 26. Dein damaliger Gegner, gegen den du in Rio ausgeschieden bist, Dong, der ist jetzt, glaube ich, auf Position 60 oder ja, so. Ja, voll, der ist gar nicht dabei in Tokio. Gott sei Dank. So ist es. Gott sei Dank. Er kann Nicolas Lang und definitiv nicht aus dem olympischen Bewerb rauskicken. Aber was hat sich jetzt für dich auch nicht nur körperlich, sondern auch mental getan in den letzten 5 Jahren? Im Endeffekt alles. Also ich habe eben vor allem gemerkt, wie reagiere ich auf Stresssituationen und wie gehe ich mit solchen Situationen um? Wie kann ich Nervosität für mich nutzen? Wie kann ich in schwierigen Situationen diese ganzen Emotionen und Hormone oder halt, wie sagt man, also diese ganze Nervosität einfach für mich nutzen? Das sind einfach, oder das ganze Adrenalin natürlich. Ich war damals irgendwie ein unvollkommener Spieler. Ich meine nicht, dass ich jetzt fertig bin. Im Tennis ist man nie fertig. Mhm. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr viel weiter. Nicht nur eben technisch und physisch, sondern wie du sagst, vor allem, glaube ich, im mentalen Bereich weiß ich jetzt, wie sowas nicht mehr passiert. Mhm. War Corona trotzdem ein bisschen eine Phase, wo du gelitten hast? Oder war das dann vielleicht auch eine Chance, dass man sich auf Dinge konzentriert, die man vielleicht in Vergessenheit geraten hat lassen, weil einfach die Tour so anstrengend ist? Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil im Tennis ist es wirklich so, dass du halt von Turnier zu Turnier irgendwie pendelst und selten dir die Auszeit auch nehmen kannst, weil die Konkurrenz ja auch nicht schläft und Turniere spielt und du musst ja auch punkten und Matches spielen. Deswegen war das sicher eine gute Zeit, einmal vieles zu resetten,
auf viele Sachen zu achten, die, wo man sonst einfach nicht die Zeit hat, weil 24 Stunden sind oft nicht genug, um alles zu trainieren und um koordinative Übungen zu machen, um viel auch auf die Stabilität zu achten, was vor allem im Behindertensport oder im Rollstuhltennissport sehr wichtig ist, weil du auch darauf achten musst, okay, welche Muskeln kann ich noch verwenden, wie weit runter kommt man, durch die Lähmung auch bedingt, und wie viele dieser Muskeln kann ich bis zum Ende trainieren. Und da haben wir sehr, sehr viel gemacht. Und ich glaube, dass ich physisch doch in einer sehr guten Verfassung dann zurückgekommen bin. Mhm. Wie hat das dann auch auf der Wheelchair-Tennis-Tour ausgesehen? Bei der ATP-Tour wissen wir auch, dass gewisse Turniere wie Wimbledon 2020 nicht abgehalten wurden, die French Open nach hinten verlegt wurden in den Herbst. Bei den Australian Open dieses Jahres war es überhaupt sehr skurril, dass sich die Athleten nach ihrer Anreise im Hotelzimmer sozusagen fit halten mussten. Gab es da ähnliche Szenarien oder habt ihr ohnehin weniger Turniere gehabt, weil einfach die finanziellen Möglichkeiten gar nicht da waren? Ja, das spricht wieder sehr Gutes an. Die Tour bei uns ist natürlich nicht von dem großen finanziellen Hintergrund aufgestellt wie auf der ATP-Tour oder WTA-Tour. Also bei uns war es dann schneller natürlich, dass der eine Absage des Turniers war, als in einer Bubble das abgehalten wurde. Also solche Bubble-Sachen sind ja doch teurer mit, also ohne Zuschauereinnahmen. Du musst dann diese ganze Infrastruktur nochmal auf die Beine stellen, du musst die ganze Testinfrastruktur auf die Beine stellen, du musst die ganze Absicherung dann auch gewährleisten. Also das sind einfach Sachen, das haben sich viele Turniere nicht leisten können und haben gesagt, okay, wir können leider nicht stattfinden dieses Jahr. Also ich muss sagen, dass die Tour bis heute leider sehr, sehr geschmälert wurde, abgespeckt wurde. Jetzt gab es zum Beispiel, hätte es ein großes Turnier in Belgien geben sollen, zur Vorbereitung vor 2 Wochen, hätte das stattfinden sollen. Das hat nicht stattgefunden. Davor eins in England, wo die Einreise wieder ganz schwierig war, wegen der Delta-Variante. Also es ist noch immer relativ zart. Ich hoffe, dass das bald ein Ende findet. Das hoffen wir auf jeden Fall alle. So große Events sind jetzt, wie du schon vorher betont hast, nicht unbedingt im Wheelchair-Tennis zu finden, vor allem was die Zuschaueranzahlen betrifft. Wie wird man jetzt auch als Sportler darauf vorbereitet, dass man vor leeren Rängen und ohne Publikum in irgendeiner Art und Weise in Tokio auskommen muss? Ja, also es gibt schon diese paar coolen großen Events im Rollstuhltennis. Wir sind ja sehr integriert auch in die ATP-Tour, also die 4 Grand-Slam-Turniere wie Wimbledon, also wie man kennt sie, Wimbledon, French Open, Australian Open, US Open, ich zähle es trotzdem auf. Römische Einser. Danke sehr. die gibt es ja im Rollstuhltennis auch. Es sind so nur die Top 8 der Welt dort immer. Also der Raster ist leider sehr klein, aber die Grand-Slam-Turniere gibt es. Es gibt auch andere Turniere, wo ATP- und Rollstuhltennis-Turniere gleichzeitig stattfinden. Zum Beispiel in Rotterdam gibt es ein 500er-Turnier, in Rom gibt es ein 1000er-Turnier. Da habe ich bei beiden auch schon teilgenommen. Also da ist dann schon so, dass plötzlich, in der ersten Runde plötzlich da 1000 Leute im Publikum sitzen, was halt mega cool ist. Also es gibt schon einige Vorbereitungsevents. Ich durfte auch selber, was auf einer anderen Ebene ist, trotzdem auch sehr cool war, vor ein paar Wochen die Staatsmeisterschaften spielen im Rahmen der österreichischen Staatsmeisterschaften, das war zum ersten Mal dieses Jahr, wo das dann auch live im ORF gezeigt wurde. Sozusagen das erste live übertragene Match von Rollstuhltennis im österreichischen Fernsehen, was auch zur Nervosität beiträgt, was auch wieder super Vorbereitung ist und einfach eine super Bühne ist. Also es gibt schon so diese Vorbereitung und diese coolen Events und auch wenn jetzt in Tokio natürlich vor leeren Rängen stattfinden wird. Wobei ich glaube, dass bei den Paralympics noch nicht ganz fix ist. Gibt es noch ein Schlupfloch sozusagen? Ja, ich glaube, dass der Ausnahmezustand endet am Tag, bevor die Tennisbewerbe beginnen. Also es könnte sein, dass dann Zuschauer zugelassen werden, das weiß man noch nicht genau. Aber ich schätze mal, dass es eher gering sein wird. Und es ist, glaube ich, trotzdem so viel Motivation ist, sobald man einfach im Olympischen Dorf wohnt und diese ganzen Surroundings hat, dass das mir persönlich, dass da nicht mehr so wichtig ist, ob dann viele Zuschauer da sind oder nicht. Haken wir vielleicht das Olympiakapitel mit der Frage ab, was traust du dir persönlich zu? Natürlich die Auslosung ist einmal elementar wichtig, um vielleicht auch einschätzen zu können, wie weit es geht. Aber gibt es ein Minimalziel, das du dir gesteckt hast? Ja, mehr als 3 Games. Ich wäre schon mit 3 Punkten zufrieden. Aber nein, minimal, das ist so schwierig. Aber natürlich, ich meine, wenn Anna Kiesenhofer Gold geholt hat, dann sehe ich nicht ein, warum ich nicht mir trotzdem ein hohes Ziel auch stecken kann. Also der Ball weiß ja nicht, ob ich jetzt Nummer 1 der Welt bin oder Nummer 50 der Welt. Der Ball fliegt, wie ich ihn schlage. Und ich glaube, dass ich den Ball gut schlagen kann. Was würde eine Olympiamedaille mit Nicolas Langmann machen? Ja, der wird komplett abheben. Wahrscheinlich, oder? Ja, das wäre schon natürlich ein arges Lebensziel. Nur noch feiern, kein Training mehr.
Ja, wunderbar. Also so viel muss auch das Trainerteam jetzt zur Kenntnis nehmen. Wenn Nikolaus Langmann den großen Erfolg landet, dann wird es wohl beim Training eine kleine Reduktion geben. Jetzt kommen wir noch auf das zu sprechen, was du seit 2 Jahren machst. Du bist nämlich unter den Fittichen von Wolfgang Thiem, gehörst zum Thiem-Team in Dreiskirchen, Austrian Tennis Komitee, auch teilweise ein bisschen in die negativen Schlagzeilen geraten, seien es jetzt durch die Abgänge Rodionov und Novak, immer wieder so Unstimmigkeiten, überhaupt nach der Auflösung zwischen Dominik Thiem und Günther Bresnik. Wie waren diese 2 Jahre? Was hat vielleicht auch dieses Training mit dir gemacht? Hat man versucht, auch gewisse Dinge umzustellen in deinem Spiel? Ja, voll. Also wir haben im Endeffekt alles umgestellt und ich muss vorwegschicken, dass es eigentlich ist es fast das Einzigartige, was der Wolfgang und ich da irgendwie auf die Beine stellen, weil dass ein Rollstuhltennis-Profi im gleichen Umfeld trainiert wie ein ATP-Profi und dass es dann so nebenbei die Nummer 5 der Welt und Grand Slam-Sieger, dass das der Dominik ist, ist weltweit gibt sowas eigentlich nicht. Also das sind eine der besten Voraussetzungen, die man haben kann. Für mich auch irgendwo eine große Ehre, obwohl es sehr selbstverständlich ist und der Wolfgang auch überhaupt keinen Unterschied macht, ob jetzt einer da am Platz herumrollt oder herumgeht. Er ist genauso hart und erwartet genauso die gleiche Disziplin und den gleichen Einsatz von einem, was eh logisch ist, weil sonst kommst du auch nicht weiter. Obwohl es so selbstverständlich wirkt, ist es das gar nicht, weil es ist eigentlich, wie gesagt, weltweit einzigartig sowas. Und wir haben sehr, sehr viel umgestellt, sehr, sehr viel Technisches, weil Wolfgang einfach einen sehr hohen Fokus auf die Technik hat, weil wenn die Technik passt, meint er, dass sozusagen, das ist halt das Wichtigste, weil wenn das ist halt die Grundlage für einen guten Tennisspieler. Deswegen hat es nach dem Wechsel anfangs auch relativ schlechte Ergebnisse gegeben. Das war aber vorhin abgemacht im Sinne von so, dass man halt ein halbes Jahr lang braucht, um sich daran anzupassen. Und das war im Sommer 2019, wie ich zu ihm gewechselt bin. Und dann, wie es gepasst hat, ist halt Corona gekommen. Deswegen war das dann auch ein bisschen schwieriger. Aber wie gesagt, jetzt sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Mhm. Kann man vielleicht auch davon sprechen, dadurch, dass Dominik Thiem und Sebastian Ofen jetzt nach wie vor im Thiem vertreten sind, dass sich Denis Novak und auch Juri Rodionov entfernt haben, weil einfach die Masse an Topspielern dort so groß ist und man das Gefühl hat, der Fokus liegt nicht auf einem persönlich? Es kann schon sein, ich bin wahrscheinlich auch zu weit weg jetzt vom Denis und vom Juri, genau sagen zu können. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass die Situation, dass wirklich jetzt die Top 5 österreichischen Tennisspieler oder Top 6 waren es sogar zu einem Zeitpunkt, wirklich alle unter einem Trainer sind, das gab es halt davor noch nie. Und Trainerwechsel an sich sind ja was Normales im Tennis. Und dass die 6 jetzt nicht bis zu ihrem Karriereende beim Wolfgang geblieben wären, ist wahrscheinlich auch im Vorhinein irgendwo klar gewesen. Also, dass wenn irgendwo was nicht läuft, das ist ja im Fußball genauso, dann gibt es einen Trainerwechsel und dann merke ich im Nachhinein, lag es am Trainer oder lag es nicht am Trainer. Ich glaube, das ist relativ normal, dass nicht jeder Spieler beim Wolfgang jetzt bis zum Lebensende bei ihm bleiben wird. Mhm. Dominik Thiems Teilnahme bei den US Open ist abhängig davon, ob das Handgelenk hält oder nicht. Die aktuellen Prognosen schauen eher schlecht aus. Du hast vielleicht einen näheren Einblick. Wie ist denn aktuell sein physischer Zustand? Ja, er spielt schon wieder mit rechts. Er hat das jetzt mit so Softbällen hat er gespielt, heute habe ich gesehen. Er hat ja lange auch mit links trainiert. Und ich muss sagen, die Schläge schauen auch schon richtig gut aus mit links. Ich meine, natürlich nicht. Zum Fürchten für dich, aber. Ja, nicht für die ATP natürlich, aber es ist einfach, man merkt, er beschäftigt sich einfach weiterhin sehr, sehr viel, logischerweise. Und ich glaube auch, dass er in dieser Phase, wie wir vorher geredet haben, Zeit gefunden hat, um Sachen zu trainieren, wo er sonst keine Zeit dafür hat. Also ich glaube, oder bin fest davon überzeugt, dass Dominik stärker zurückkommt denn je, ob es sich für die US Open ausgeht. Mal schauen. Wenn nicht, werden sie das stellen Open 2022. So sieht's aus. Also Dominik Thiem kehrt auf jeden Fall auf die ATP-Tour zurück. Wir haben noch eine gute Minute Zeit. Vielleicht noch mal kurz und knapp dein Fahrplan bis Olympia. Wie schaut das aus, das Programm von Nikolaus Langmann? So lange ist es ja nicht mehr. Also wie gesagt, ich fliege jetzt nach Rumänien. Dann, je nachdem, wie gut das dort läuft, fliege ich von dort entweder wieder zurück und bereite mich hier vor oder fliege weiter zum nächsten Turnier nach Litauen. Habe dann noch eine Woche da, wo ich mich auf die Zeitumstellung vorbereiten werde. Und dann geht es nach Tokio, habe 4 Tage dort oder 5 Tage dort zum Eingewöhnen. Wir kommen am 21. an und am 26. ist unser erstes Match. Im Rollstuhltennis spielen wir Einzel und Doppel. Wir haben sogar 2 Doppel, die wir stellen, weil wir sind zu 4 im Rollstuhltennis-Team von Österreich. Und werden dann alle gemeinsam dort uns noch vorbereiten, um dann gemeinsam anzugreifen.
Nikolas, besten Dank, alles Gute für die Olympischen, Paralympischen Spiele. Danke dir. Auch richtig stellen, und wir hoffen natürlich, dass du mit einer Medaille zurückkommst und dann hoffentlich auch deine Karriere fortsetzen wirst. Das wäre wahrscheinlich ziemlich schade, und auch wohl im Team würde sich ärgern. Nikolas, besten Dank. Das war also der sehr, sehr ausführliche Talk mit Nikolas Langmann, der bei den Paralympischen Spielen an den Start gehen wird. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.